spontan beschlossen, dass wir hier in Wien einen kleinen Halt machen. Und wir sind hier gerade beim Schloss Schönburg oder so heißt das, glaube ich. Keine Ahnung, wie es hier im Hintergrund, wunderschönen Park und so. Keine Ahnung, ich fand das gerade echt schön. Und dachte, ich muss immer ein bisschen vloggen. Ich bin generell ein bisschen weniger am Vloggen gerade, weil ich nur noch 12% Akku habe. Hehe. Auf jeden Fall vorbereitet. Ja. Aber wer hätte gedacht, dass 60 FPS Aufnahmen auf dem Weg so viel Akku ziehen? Also ich nicht. Ja, auf jeden Fall, wir chillen hier gerade ein bisschen in Wien und ja, vielleicht jetzt noch ein paar schöne Videos hier. Ja, es ist echt wunderschön hier, muss man schon sagen. Und jetzt muss ich, glaube ich, mal meine Family suchen, weil ich bin hier ein bisschen alleine auf die Reise gegangen, ein paar Aufnahmen zu machen und jetzt habe ich meine Family verloren. Ja, ist nicht so optimal. Also ich suche sie und ich glaube, hier kann ich irgendwie wahrscheinlich nicht mehr filmen, weil ich kaum noch Akku habe. Ja, also ich glaube, das nächste Mal, wenn wir uns sehen, also wenn wir halt schon in Subotica in Serbien. Aber da werde ich euch auf jeden Fall noch mehr dazu erklären. Also ja. Bis gleich. Hinter mir ist gerade Wien. Ja, von hier aus kann man schon ziemlich viel sehen, ne? Aber diese Strecke, die man hochklettern muss. Fuck off. Was geht ab, Leute? Willkommen hier zurück. Es ist hier jetzt ein kleiner Sprung im Vlog. Und zwar, das letzte Mal, als ich gevloggt habe, war es in Wien, richtig? Und da konnte ich noch am Ende das Handy von meiner Schwester ausleihen. Und ich konnte noch ein bisschen, ein bisschen was aufnehmen, filmen. Das war eigentlich ziemlich nice, aber ich kann ja nicht die ganze Zeit an dem Handy von meiner Schwester ranhängen, deswegen da kommt jetzt ein Auto, das ist ein bisschen doof. Also ja, ich dachte, ich fahre jetzt hier einfach ein bisschen mit dem Board rum. Natürlich, das Wetter ist mega nice hier in Serbien. Ich bin ja jetzt schon hier in Serbien, deswegen gibt es auch einen kleinen Sprung im Vlog. Also ich erzähle euch mal ganz kurz alles. Ich hoffe es wirklich, dass es nicht so ganz windig ist. Ich glaube, ich setze mich einfach hier kurz hin irgendwo und rede mit euch ein bisschen dann. So, hier ist es, glaube ich, ganz gut. Ich habe jetzt einfach mal hier mich auf ein Board gesetzt. Ich bin hier jetzt auf so einem riesigen Autoparkplatz. Hier werden normalerweise am Sonntag Autos verkauft. Ja, und dieser ganze Platz ist halt komplett leer, wenn halt keine Autos verkauft werden, ne? Und es ist halt ganz, ganz praktisch hier. Außer, dass hier ganz, ganz viele kleine Steine auf dem Boden sind. Das ist ein bisschen ungünstig, aber sonst geht ja alles. Also, wo sind wir stehen geblieben? Genau. Wir sind dann von Wien aus
einfach mal losgefahren Richtung Serbien weiter. Wir haben dann auch noch in Budapest einen kleinen Halt gemacht und meine Tante besucht. Wie gesagt, da habe ich nichts mehr gefilmt. Ja, und dann sind wir einfach am Abend irgendwann losgefahren nach Serbien. Da habe ich eigentlich nur das noch aufgenommen. Und ja, dann sind wir um 13:30 hier angekommen in Serbien. Und ja, erstmal schön bei meiner Oma und meiner Opa geklingelt. Um 13:30. War auf jeden Fall richtig, richtig optimal. Ja, wir haben dann erstmal eine halbe Stunde draußen gewartet, bis sie aufgestanden sind vor dem Klingel und rausgekommen sind. Ja, und keine Ahnung, von so der Family und so will ich jetzt gar nicht so viel filmen. Und hier fahren gerade Leute vorbei und wundern sich, warum ich auf Deutsch vlogge. Das ist richtig, richtig komisch. Heute waren wir so bei Bekannten, nur so, ihr kennt es schon, keine Ahnung. Oh, bist du groß geworden? Hat sich deine Stimme verändert? Oh, bist du groß geworden? Ach, wie süß, die Kinder, die sind ja ganz schön groß geworden. Ihr kennt es ja bestimmt. Ja, so eine Scheiße mussten wir halt durchmachen mit meiner Schwester. Was soll ich jetzt noch erzählen? Es ist jetzt hier der erste Tag in Serbien. Keine Ahnung, ich dachte einfach, dass ich mein Board hier schnappe und ein bisschen in der Gegend rumfahre. Und ich kann auch hier noch ein bisschen rumführen. Achso ja, und ich habe fast was vergessen. Ich habe mir jetzt so eine serbische Karte jetzt hier geholt, eine SIM-Karte. Eine extra SIM-Karte für Internet. Da habe ich jetzt umgerechnet, also ich habe 495 Dinar, also sind jetzt in Euro um die 4 Euro, ein bisschen mehr als 4 Euro, habe ich jetzt für 1 GB Flat bezahlt und ich kann das halt auch immer erweitern. Das ist mega praktisch eigentlich. Also habe ich jetzt so eine serbische Flat hier mir geholt und damit ich jetzt hier schön Internet habe, damit ich auch diesen Vlog hier hochladen kann und damit ich auch hier so ein bisschen surfen kann und so. Aber ich würde sagen, wir fahren jetzt erstmal ein bisschen mit dem Board rum. Let's go! Da, wo ich gerade vorbeigefahren bin, beziehungsweise das, was hinter mir gerade ist, nennt sich Buvjak und das ist so ein riesiger Marktplatz, Schrägstrich Flohmarkt hier und ist recht bekannt hier in der Region. Das ist hier in Spotica und hier in der Nähe wohnen auch meine Großeltern. Da bin ich vorhin ein bisschen rumgefahren und ja, ich habe mir jetzt einfach hier so einen Stein ausgesucht. Wunderschöner Stein, also echt 10 aus 10, ist gemütlich. Ja, ich habe mir diesen Stein jetzt hier ausgesucht und keine Ahnung, ich dachte so, dass mein Vlog noch ein bisschen so leer ist. Deswegen habe ich auf Twitter mit Hashtag Zocki, Hashtag FragZocki war das, genau. ich vergesse manchmal selber Sachen. Genau, habe ich so ein bisschen rumgefragt, jo, habt ihr noch ein paar Fragen, weil mein Vlog ist noch ein bisschen leer. Und ja, jetzt habe ich mir diese wunderschöne Stelle hier ausgesucht, damit ich ein paar Fragen beantworten kann. Also, let's go. Die erste Frage war von Tom, also von Mecca. Er hat gefragt, wie ich es schaffe, immer so gut auszusehen. Wie ich es schaffe, immer so gut auszusehen? Keine Ahnung, ich weiß es nicht, es liegt einfach an meiner Natur. Ich bin einfach ein Swaggy Boy und ich schaffe es einfach immer gut auszusehen. Keine Ahnung, vielleicht liegt es auch an den Genen. Ich kann mal kurz ein Selfie von meiner Oma und von meinem Opa einblenden. Ja, das sind sie wirklich. Das habe ich nicht gerade aus dem Internet rausgesucht und für euch eingeblendet. Vielleicht liegt es auch daran, dass ich so wunderschön bin. So, die zweite Frage war von Lisa Marie. Sie hat gefragt, ob alle Autogrammkarten schon weg sind. Zu den Autogrammkarten möchte ich sagen, die Karten, die bestellt wurden und die Adressen, die innerhalb von Deutschland liegen, die sind schon verschickt. Die Hälfte ist auch schon angekommen, also guckt einfach in eure Briefkästen nach, wenn ihr einen bestellt habt. Da sollte schon was angekommen sein und könnt es auch auf Twitter posten und mich verlinken, damit ich auch davon Bescheid weiß, dass ihr es bekommen habt.
Und ob es noch welche übrig sind? Ja, es sind noch welche übrig. Ich glaube, um die Hälfte ist noch übrig. Also, soweit ich weiß, ist es noch ungefähr die Hälfte. Danke, LKW. Ungefähr die Hälfte ist noch da. Also, ja, ich glaube, ich werde auch die Preise, also mit den Honecker-Kassen und so, werde ich in den Stream auch ein bisschen runternehmen. Damit ihr noch ein paar bestellen könnt, wenn ihr noch ein paar Honecker-Kassen übrig habt, aber noch nicht genug, um die Autogrammkarten zu holen. Und vielleicht werde ich auch noch ein paar auf Twitter, Instagram und YouTube verlosen. Mal schauen. Und manche möchte ich auch behalten, damit ich sie auch für die Gamescom mitnehmen kann. So, und Elisabeth hat noch gefragt, was jetzt so mein Ziel ist, nachdem ich die 10.000 Follower erreicht habe auf Twitch. Dazu muss ich sagen, keine Ahnung. 10.000 Follower war jetzt auch nicht wirklich ein Ziel für mich. Keine Ahnung, ich habe halt einfach gestreamt und mit der Zeit sind einfach 10.000 Menschen zusammengekommen, so. Ich habe keine Ahnung, was jetzt mein Ziel ist. Ich habe da eigentlich gar kein Ziel. Ich möchte einfach Spaß haben. Das habe ich und keine Ahnung. Ich mache jetzt einfach... Bleib hier. Ich mache jetzt einfach weiter. Ich streame, ich mache einfach YouTube. Ich mache einfach das, was mir Spaß macht und... Ja, keine Ahnung, ich habe jetzt kein Ziel. I mean, so ein Ziel wäre jetzt gewesen eigentlich so eine Twitch-Partnerschaft. Aber das habe ich auch schon letztens angesprochen, dass ich, keine Ahnung, ich brauche das irgendwie nicht mehr. Vielleicht wegen Quali-Button noch einmal, aber wenn mehr Leute in den Stream zusammenkommen, haben wir auch schon sowieso auf Twitch Quali-Button. Und keine Ahnung, subscriben kann man auf Hitbox. Und keine Ahnung, wer mir unbedingt Geld geben möchte und keine Ahnung, Hitbox nicht mag, der kann ja auch einfach donaten. Der muss ja nicht warten, bis ich auf Twitch einen Sub-Button habe, deswegen keine Ahnung. Weiß ich nicht. Ich mache einfach mein Ding weiter und mal schauen, wie es halt laufen wird. Ob es mehr Leute werden, die sich dafür interessieren, ob es noch weniger Leute werden, die sich dafür interessieren, was ich hier mache, weiß ich nicht. Es liegt an euch. Und ich hoffe einfach, dass wir weiterhin gemeinsam eine schöne Zeit verbringen werden. So, ich glaube, es reicht jetzt auch mit der Rumvloggerei. Ich hoffe, euch hat der Vlog gefallen. Lasst auf jeden Fall einen Daumen da, wenn es euch gefallen hat. Und wir sehen uns demnächst wieder, wenn ich einen Vlog hochlade. Ich weiß jetzt nicht, was ich hier noch großartig scheiß Wind. Ich hoffe, man kann mich noch verstehen. Ich fahre jetzt mal ein bisschen langsamer, damit ein bisschen weniger Wind kommt. Auf jeden Fall, ich werde schauen, was ich jetzt hier in den nächsten Tagen filmen kann. Ich habe jetzt das Flat, also mit Hochladen sollte es auch laufen. Notfalls kaufe ich mir halt noch ein Gigabyte und dann noch ein Gigabyte. Ich meine, so teuer ist es jetzt hier auch nicht. 4 Euro pro Gigabyte, das ist ja fast gar nichts. Ja, ich werde einfach schauen, was ich filmen kann. Und wenn es was Neues gibt und ein bisschen was zusammenkommt und ich wieder einen Vlog machen kann, werde ich es wieder hochladen. Checkt auf jeden Fall die ganze Zeit Twitter aus, @robotskyp, damit ihr immer auf dem neuesten Stand seid. Ja, lasst einen Daumen da, schreibt einen Kommentar. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Macht's gut. Ciao.